Nächste Rednerin ist Martina Schenk, Frauensprecherin des Team Stronach. Ministerin Hohes Haus, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, das Binnen-I beschäftigt uns wieder einmal. Ich bin der Meinung, dass das Binnen-I und die Verwendung des Binnen-Is keiner Frau in Österreich mehr bringt. Weder mehr Lohn, noch mehr Anerkennung, noch mehr Gleichstellung. Ganz im Gegenteil, es führt dazu, dass Damen und Herren, Burschen und Mädchen bestraft werden, wenn sie das Binnen-I nicht verwenden. Und die Vorrednerin hat eben ausgeführt, dass es keine gesetzliche Grundlage dafür gibt. Die FPÖ fordert auch nicht echt explizit ein Gesetz, sondern will Bewegung in diese Debatte bringen. Und es geht auch nicht nur um den Antrag der FPÖ, sondern es geht um die 800 Personen, wo unter anderem auch Verfassungsexperte Hans Mayer dabei war, danke für den Einwurf, der ein Schreiben an Sie, Frau Ministerin, und an Ihren Kollegen Mitterlehner gerichtet hat und gefordert hat, dass man hier eben wieder die Rückkehr zur sprachlichen Normalität fordert. Dieser Forderung, meine sehr geehrten Damen und Herren, kann ich mich vollinhaltlich anschließen. Ich möchte aber zu dem vorhin erwähnten, zur vorhin erwähnten Schlechterstellung kommen, nämlich wenn hier der Rektor einer Wiener Fachhochschule sagt, dass schlechter benotet wird, wenn hier das Binnen-I vergessen wird oder nicht verwendet wird. Hier geht es nicht um die inhaltliche Ausrichtung, sondern hier geht es lediglich darum, ob jetzt das Binnen-I verwendet wird oder nicht. Und hier hätte ich auch gerne von Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, von den Befürworterinnen, eine adäquate Auskunft, was Sie denn dazu sagen, zu dieser evidenten Schlechterstellung. Ja, und es geht nicht nur hier um uns oder um die FPÖ, wie ich schon erwähnt habe. Ich darf Ihnen auch in Erinnerung rufen, dass letzte Woche am 12. Jänner der Bundesvorstand der Elternvereine an mittleren und höheren Schulen eine Pressekonferenz abgehalten hat. Ja, und siehe da, was wird hier gefordert? In dieser Pressekonferenz wurde unter anderem auch untermauert, dass Gendern führe dagegen zu zunehmender Unleserlichkeit der Texte. Ja, und wenn man sich hier vor Augen führt, dass jede vierte Jugendliche nicht sinnerfassend lesen kann und hier das Binnen-I zu einer weiteren Verschlechterung der Lesequalität führt, dann, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist ein großer Aufklärungsbedarf da. Und da würde ich Sie bitten, dass Sie hier herauskommen und uns das auch so erklären. Und nicht nur uns, denn Sie müssen ja nicht uns hier überzeugen, sondern Sie müssen die Wählerinnen und Wähler draußen überzeugen, von denen Sie ja wieder gewählt werden wollen. Das Binnen-I bringe keiner Frau in Österreich etwas, findet Martina Schenk. Sie ist die Frauensprecherin des Team Stronach.